Das Wochenende gehört meistens der Familie und viel gemeinsame Zeit konnte man auch beim Einhornfest in Perg genießen. Dort gab es ein großartiges Programm für Jung und Alt. Das Einhornfest in Perg lockte auch heuer wieder zahlreiche Besucher an. Dank der Stadtgemeinde, den örtlichen Vereinen, Organisationen und Unternehmen gab es ein spektakuläres Programm für die ganze Familie. Es ist einerseits ein großartiges musikalisches Programm, es gibt kulinarische Schmankerl in verschiedensten Richtungen, Gaukler, Tänzer, alles, was zu einem bunten, lebendigen Fest gehört. Und erlauben Sie mir heute explizit neben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz besonders der Brigitte Leitner zu danken. Es ist ihr letztes Einhornfest, sie tritt in eine neue Lebensphase und sie hat beginnend mit dem Stadtfest sehr, sehr viele Veranstaltungen für uns konzipiert, begleitet, umgesetzt und gemanagt und möchte an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Starkes Miteinander ist in Perg spürbar. Menschen, die sich viele Stunden in den Dienst anderer stellen, um solche Feste zu ermöglichen. Eine Turnaufführung für unser Stadt Perg und mit einem Turner, Rückwärtssalto, Radl, also alles Mögliche eigentlich. Grund zum Feiern hatte auch die Spielgemeinschaft ASKÖ Perg Union Windhag. Beim Relegationsspiel gegen den SV Steyrig steigen sie mit 4:1 wieder in die erste Klasse auf. Im Rahmen des Einhornfestes gab es auch einige Ehrungen. So durfte sich die ehemalige SPÖ-Stadträtin Viktoria Frühwirth für ihr Wirken in der Kommunalpolitik über die Ehrennadel in Silber freuen. Als erste Frau in der Stadt Perg wurde Maria Berger zur Ehrenbürgerin ernannt. Die studierte Juristin wirkte jahrelang als EU-Parlamentarierin, Justizministerin und EU-Höchstrichterin. Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Anton Froschauer, der die Laudatio für Berger hielt, wurde dann auch selbst geehrt. Für ihn hielt der Bezirkshauptmann die Laudatio, die eine besondere Bedeutung für den Stadtchef hatte. Der Bezirkshauptmann, Ingenieurmagister Werner Kreisel, ist ein ganz besonderer Mensch, der, das wissen viele Menschen nicht, täglich bis Mitternacht und darüber hinaus arbeitet für die Menschen hier. Bitte, das ist kein gewählter Funktionär, das ist ein Beamter. Und was der an Einsatz bringt für die Menschen in der Region, für die Menschen im Bezirk, was der an Einsatz bringt für Soziales, das löst bei mir immer wieder tiefe Bewunderung aus und umso wertvoller sind Worte aus seinem Mund für mich. In Würdigung seiner zahlreichen Ämter und seines enormen und tatkräftigen Engagements wurde dem Bürgermeister der Ehrenring der Stadtgemeinde Perg verliehen. Ich lebe das, was ich mache. Und damit ist es keine Belastung, sondern es ist der Inhalt dessen, wozu ich mich entschlossen habe. Das ist der Inhalt dessen, wo mich meine Familie begleitet und gewähren lässt. Wir müssen viele Stunden verzichten, aber es ist sehr, sehr viel, das zurückkommt, wenn Dinge sich in die richtige Richtung bewegen, wenn Menschen Arbeit haben, wenn Menschen sich wohlfühlen, wenn Lebensqualität da ist. Da kommt so viel zurück, das ist keine Belastung. Und wohlgefühlt haben sich an diesem Tag sichtlich alle. Was taugt dir denn da am meisten? Die Räder, die Hüpfburg und die große Rutsche und dann nichts mehr. Ist alles super lustig? Ja. Was hast du schon alles ausprobiert? Alles. Feuerwehrhüpfburg, Fußball und Radfahren. Von Dschungel bei der Rutsche. Und nur beim Wurm
Das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr Perg organisierten im Rahmen des Einhornfestes eine Schauübung. Die Perger Wirte kochten auf und die Bands sorgten für super Stimmung. Wir sind heute eher zufällig da, weil wir auf der Durchreise waren von Baumgartenberg nach Ried in der Riedmark. Und da sind wir hergefahren zum Einhorn und haben das da jetzt erlebt, die Stimmung, die Hüpfburg, die Band, das Schlumpfeis. Wenn mal das Polo schmutzig geworden ist mit dem Schlumpfeis, dann muss ein gelungenes Fest sein. Die Arbeitszeit am Monat beim Stadt am Berg habe ich neu angefangen und da ist jetzt dadurch präsent geworden, dieses Einhornfest, was jedes Jahr gemacht wird. Und ja, bis jetzt gefällt es mir recht gut. Bis jetzt sind wir nicht geaußen da. Und ein bisschen die Musik angeholt. Und tanzt auch schon? Nein, noch nicht. Das kommt erst später. Aber ich Ersatztänzer. Natürlich. Turniertänzer. Weil da ganz viel los ist und wir von Linz extra reingefahren sind, weil es da so schön ist. Und was habt ihr alles gemacht heute? Hüpfburg gespielt, mein Bub dort, Mineral fahren, die super Musik hören wir ja. Ganz gemütlich da. Im geselligen Beisammensein und bester Stimmung genossen viele noch lange die laue Sommernacht. Was man da taugt, Musik? Ja, groß und klein geeignet. Und wieder Leute treffen, die was man schon lange nicht mehr gesehen hat. Ja, schön. Bierverberg. Das Brot, die Wurst, die Super. Und die Leute treffen und mit Freunden unterwegs sein. Und halt Events wieder genießen können. Und vielleicht tanzen auch heute? Nein, ich habe zwei linke Füße. Dass man dort quatscht und da quatscht, da was isst, da was trinkt. Ja, es ist eine nette Atmosphäre. Und wird es zum Tanzen heute auch noch? Na locker, Vollgas. Ich bin mit der Motta, das ist eine Country-Sängerin, ganz eine Bekannte. Und wir hören uns heute die Band dann im Anschluss an. Eine Freundin von mir, die Daniela Schramm, spielt heute Stilgitarre. Und deswegen bin ich da. Wir warten praktisch auf die Country-Musik. Ein bisschen tanzen, ja, und viel hören.